Hallo Leute, mein Name ist Martin Grau und herzlich willkommen zu den WWE News. Die Themen heute: Ein weiterer Wrestler verliert seinen Namen, welche NXT-Stars werden nach WrestleMania in die Main-Shows kommen und Seth Rollins schreibt bei Raw Geschichte. Am 1. September wird ja das All-In-Event stattfinden, was ja die Young Bucks zusammen mit Cody Rhodes geplant haben. Und da gab es ja in der Vergangenheit schon einige Male die Überlegung, ob man es irgendwie schafft, CM Punk für dieses Event zu bekommen. Und auch jetzt auf Twitter ging das Ganze wieder weiter, indem Matt Jackson, einer der Young Bucks, versucht hat, CM Punk wieder für dieses Event einzuladen. Ich denke aber, was CM Punks Rückkehr zum Wrestling angeht, sollten wir vielleicht erstmal den UFC-Kampf im Juni abwarten und dann werden wir ja sehen, ob es vielleicht wieder eine so große Niederlage wird, dass er dann doch wieder zum Wrestling zurückkehrt oder dann doch wieder weitermachen will. Das ist alles immer noch sehr komisch und fraglich. Nachdem ich ja erst gesagt habe, dass die Chance, dass Jeff Jarrett in die Hall of Fame kommt, ziemlich unrealistisch ist, wurde am Montag bei Raw bestätigt, dass Jeff Jarrett in die Hall of Fame kommt dieses Jahr. Sowas kann natürlich immer mal passieren und natürlich ist es cool, dass Jeff Jarrett dieses Jahr in die WWE Hall of Fame kommt. Und übrigens, woran erkennt man, dass man immer älter wird? Indem man alle WWE Hall of Famer in dem Jahr wirklich kennt. Beim Royal Rumble habe ich ja häufiger über die Wetten gesprochen. Also für wen sind die meisten Leute, auf wen setzen denn die meisten Leute, was Siege in den verschiedenen Matches angeht. Und natürlich ist das jetzt für Elimination Chamber genauso. Auf Platz 1 im Männer Elimination Chamber Match ist natürlich Roman Reigns. Bei den Damen geht man von einer Titelverteidigung von Alexa Bliss aus. Platz 2 in beiden Matches, was Wetten angeht, steht bei den Männern Braun Strowman und bei den Frauen Sasha Banks. Der Elimination Chamber Pay-Per-View ist diesen Sonntag, also vergesst mir ja nicht meinen Kick-Off-Livestream am Sonntag um 20 Uhr. Und es ist mal wieder passiert, ein Wrestler verliert seinen Nachnamen oder Vornamen. Dieses Mal hat es Apollo Crews getroffen. Dieser wird ab sofort nur noch Apollo genannt. Also das Crews ist ab sofort weg. So geht es ihm genauso wie viele andere vor ihm, also wie Cesaro, Rusev und wenig noch alles. Da gab es schon einige. Blake Murphy hatten das zwischendurch mal, dann haben sie die Namen wieder zurückbekommen und ganz komisch. Auf jeden Fall hatte das dieses Mal aber sogar einen Sinn und es war nicht einfach nur eine kreative Entscheidung, sondern das Ganze hat was mit dem Amoklauf zu tun, der in Florida war. Denn derjenige, der das war, hieß Crews. Mit Nachnamen zwar anders geschrieben, aber trotzdem und so hat sich Vince McMahon dazu entschlossen, diesen Namen nicht irgendwo mehr bei seinen Wrestlern zu verbauen. Und das hat halt hier Apollo Crews seinen Nachnamen gekostet. Und übrigens, wo wir schon bei der Hall of Fame waren, ist es natürlich auch immer interessant, wer denn die jeweiligen Hall of Famer in die Hall of Fame führt. Und hier wird momentan für Goldberg gerüchtet, dass möglicherweise Paul Heyman ihn einführen kann. Paul Heyman am Mike ist sowieso immer göttlich, deswegen kann das auf jeden Fall ganz gut werden. Independent Wrestler Joey Ryan war jetzt wieder in den Schlagzeilen, das Ganze aber nicht aufgrund seines Porno-Gimmicks, sondern aufgrund der Tatsache, dass er sich in Los Angeles ein Haus gekauft hat von über einer halben Million Dollar. Und das ist an sich jetzt erstmal für Wrestler nichts Besonderes, aber für Independent Wrestler schon, denn das Haus ist ja doch relativ teuer für jemanden, der nicht bei der WWE oder einer der großen Promotions antritt. Und hier ist halt einfach das Besondere, dass er auch dazu gesagt hat, dass sich die Independent-Szene in den letzten Jahren so extrem gewandelt hat, dass er natürlich sehr dankbar darüber ist, weil er viel mehr Geld verdient, aber das Ganze natürlich auch an den Fans liegt, da die ja nun mal immer mehr Interesse an Independent-Wrestlern und Independent-Promotions zeigen und das halt eine sehr gute Entwicklung ist. Dann geht das Ganze auch dieses Jahr weiter mit den schlechten Ticketsverkäufen, denn es gibt Bilder online von der aktuellen SmackDown-Episode, wo man sieht, dass die Ränge wieder sehr, sehr wenig gefüllt sind. Also das Ganze mit den Ticketverkäufen geht so weiter. Es muss sich also scheinbar hier irgendwas ändern. Nur was? Da wir jetzt in Richtung WrestleMania geht, stellt sich natürlich wieder die Frage, wer wird denn nach WrestleMania in die Main-Shows aufsteigen aus NXT? Und da gibt es natürlich jetzt wieder einige Namen, die da im Moment hin und her fliegen. Und diese Namen sind Johnny Gargano, No Way Jose, Peyton Royce und Billy Kay, Roderick Strong, der aber jetzt auch schon bei 205 Live auftritt, also mehr oder weniger wurde er schon in die Main-Shows geschickt,
The Authors of Pain und Sanity. Was natürlich gerade in Bezug auf unseren deutschen Vertreter Alexander Wolf eine ziemlich krasse Sache wäre. Das sind alles Möglichkeiten, die man in die Main-Shows demnächst packen kann. Das hat natürlich hier auch was damit zu tun, was man jetzt direkt bei dem NXT-Event vor WrestleMania macht. Denn gerade wenn man da zum Beispiel noch Leuten Titel gibt oder so, dann werden die auf jeden Fall nicht kurz nach WrestleMania in die Main-Shows kommen. Also ist das alles schon sehr interessant und eigentlich könnte man alle diese Namen gut im Main-Roster aufbauen. Aber genau dieser Schritt ist ja nun mal immer das Schwierige. Mal schauen, wen würdet ihr denn gerne von NXT in den Main-Shows sehen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Das Gotland-Match am Montag bei der Raw-Episode hat einiges an Geschichte geschrieben, denn dieses Match war mit über 2 Stunden das längste Match in der WWE-Geschichte. Außerdem hat Seth Rollins, der ja 65 Minuten in diesem Match war, auch wieder Geschichte geschrieben mit dem längsten Match bei Raw. Und in dem Matchbereich mit Seth Rollins und John Cena war es eines der 15 Male, dass John Cena in einem aufgezeichneten und ausgestrahlten Match clean verloren hat. Das letzte Mal, als das passiert ist, war im Oktober 2009 in einem Match gegen Triple H. Ob Seth Rollins das aber jetzt irgendwas bei Elimination Chamber bringen wird, das sehen wir diesen Sonntag. Ja, dann war's das schon mit den WWE News. Gab jetzt einfach nicht so viel, ist aber auch mal nicht so verkehrt. Vergesst nicht, diesem Video noch einen Daumen nach oben zu geben und diesen Kanal hier auf YouTube zu abonnieren, damit du immer bestens über die WWE News informiert wirst. Und ansonsten, check noch alle Links in der Videobeschreibung. Wir sehen uns auf Twitch heute Abend um 20 Uhr oder am Sonntag um 20 Uhr mit WWE. Und das war's. Macht nicht mehr so dolle, haut rein und tschüssi!